Der Sportwelt TV Wettcheck. Erasmus ist das einzige Pferd in diesem Rennen, das bereits gelaufen ist. Sein Debüt in Düsseldorf sah auch schon sehr ordentlich aus, als er hinter zwei guten Pferden Dritter wurde. Das Rennen sollte ihn gefördert haben, über Erasmus führt in der heutigen Auftaktprüfung der Weg zum Sieg. La Troya ist eine wenig geprüfte Stute, die bei ihrem letzten Start in Baden-Baden in einem ähnlichen Rennen wie diesem Fünfte wurde. Heute könnte es einen Tick einfacher sein und die Dreijährige aus dem Quartier von Hans-Albert Blume kann sich sicher auch noch verbessern. La Troya ist für uns in diesem Rennen ein Pferd, das es zumindest in die Viererwette schaffen kann. Mit Middle East kommt im ersten Highlight des heutigen Tages ein starker Gast an den Start. Die Speedleistung der Stute bei ihrem letzten Rennen in Düsseldorf konnte sich wirklich sehen lassen und die heute 450 Meter weitere Distanz müsste ihr in die Karten spielen. Middle East könnte dieses Rennen durchaus nach Frankreich entführen. General Cadeau musste sich nach zwei Siegen zuletzt in Baden-Baden zwar erstmals geschlagen geben, doch bei seinem dritten Platz gegen etwas stärkere Gegner als heute hat er sich sicher nicht blamiert. Der Dreijährige aus dem Stall von Andreas Wöhler kann heute wieder auf die Siegerstraße zurückfinden. General Cadeau ist das Pferd, an dem hier alle vorbei müssen. Im Preis von Europa, dem Saisonhöhepunkt im Weidenpecher Park, ist Colomano unser Favorit. Der Dreijährige aus dem Stall von Markus Klug gewann hier im Juni bereits das Oppenheim-Union-Rennen. Doch noch stärker war wohl sein dritter Platz im Großen Preis von Baden, hinter den Klassepferden Guignol und Iquitos. In Iffelsheim blieb Colomano auch schon vor Windstoß und deshalb ist Colomano unser Tipp im Preis von Europa. Rising Rock setzte sich beim letzten Renntag im Weidenpecher Park gegen Wrangel und Limari durch. Dabei kam der Schützling von Dr. Andreas Bolte so leicht zum Zuge, dass wir ihm auch unter heute etwas erschwerten Bedingungen noch einen weiteren Sieg zutrauen. Rising Rock ist deshalb unser Tipp im sechsten Rennen. Zweimal war American Tiger in dieser Saison bereits Zweiter. Zuletzt in Düsseldorf scheiterte er jedoch nur an einem Pferd, das möglicherweise noch mehr zeigen kann. Die heutige Konkurrenz hingegen ist überschaubar und so sollte American Tiger sich heute endlich aus der sieglosen Klasse verabschieden können. Itobo ist ein Seriensieger, der sich immer weiter verbessert hat. Mit dem Höchstgewicht von 60,5 Kilo steht der Arayon-Sohn nun vor seiner bislang schwersten Aufgabe. Aber dennoch trauen wir ihm auch heute wieder den Sieg zu. Zumal man auch noch Andras Starke als Jockey verpflichten konnte. Itobo kann heute deshalb erneut ganz vorne landen. Sweet Caroline ist sicher nicht das beste Pferd im Stall von Waldemar Hixt. Aber das muss sie auch nicht sein, um ein Rennen wie dieses zu gewinnen. Der fünfte Platz aus Baden-Baden war gut genug, um eine Aufgabe wie die heutige zu lösen. Wir glauben deshalb, dass Sweet Caroline heute zu ihrem ersten Sieg kommt.